Hallo Leute, draußen ist der einsame Wanderer. Ich habe hin und her überlegt. Soll ich dazu ein Statement machen oder ignoriere ich den Mist einfach? Aber ich habe bis durchgerungen, doch nochmal was dazu zu sagen, weil ich gerade mit meinem letzten Video auf der Genderwelle geritten bin. So. Also was haben wir denn in den letzten Tagen gesehen mit der böse Herr Orban und seine bösen Gesetze, die der EU nicht widersprechen? Herr Orban ist immer der Böse. Homophob hin und her, dann die UEFA, die Böse, die sich jetzt wirklich weigert, Regenbogenfarben ans Stadion zu leuchten sozusagen. Dann ein Fan mit einer Regenbogenfahne, der irgendwie ins Stadion rennt, habe ich gerade gelesen hier, warte mal ganz kurz. Genau, als Ungarns Nationalhymne ertönt. Ja, Fan stürmt mit Regenbogenflagge aufs Spielfeld, ganz toll. Und dann diese ganzen Diskussionen, der böse Orban, die böse UEFA, wie kann sie nur und so weiter und so fort. Und dann noch die Meldung, Entgleisung im Stadion. Ungarische Fans singen Deutschland, Deutschland homosexuell. Entschuldigung. Also, was haben wir hier wieder für ein Possenspiel? Ich sag euch, was wir hier haben. Wir haben das, was wir immer haben. Es gibt verschiedene Ideologien in Deutschland. Klima, Multikulturalismus, Antirassismus, Corona und eben auch dieses... Ich kriege gerade die Abkürzung nicht zusammen. LGB, keine Ahnung. Das ist genau der Punkt. Ich beschäftige mich mit der Scheiße nicht und den Abkürzungen. Also, dieser ganze Gender-Wahnsinn. Wir haben lauter ideologische Modelle, die werden hier gepusht von der Politik und zwar von kleinen Minderheitenpolitiken, die nicht sich im Willen der Mehrheitsgesellschaft widerspiegeln. Das hatten wir in dem Artikel, den ich gemacht habe, was in der Jungfreiheit stand. Und das Problem ist, dass diese Leute mit aller Macht versuchen, in jeden Lebensbereich einzudringen, jeden sozusagen Gehirn zu waschen, jeden in ihr Narrativ zu zwingen und jedes andere Narrativ, jede andere Meinung zu verfolgen, auszugrenzen und kaputt zu machen. Und genau das sehen wir auch hier. Und jetzt sage ich es euch mal ganz deutlich, nein, ich sage es nicht ganz deutlich, sonst kriege ich von YouTube wieder einen drauf, aber... Ich bin nicht der große Fußballfan. Aber wenn ich ins Stadion gehe, ja, dann will ich keine Gender haben. Da möchte ich mir ein Spiel angucken und da muss der Ball rollen. Und ich drauf, ja, welche Ideologie irgendwie da irgendwem aus dem Hintern wächst. Ja, es ist mir egal. Ich will nicht ständig umerzogen werden. Ich will nicht ständig gegängelt werden. Ich will nicht, dass man mir sagt, was ich zu denken habe. Und ich will es deshalb schon nicht, weil hier offensichtlich ganz viele Dinge sind, ja, die zum Beispiel aus Richtung der Grünen kommen oder auch aus anderen Richtungen, wo man mir Unsinn beibringen will und Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ich bin immer noch der Meinung, man muss frei entscheiden können. Aber genau das ist nicht der Plan in Deutschland. In Deutschland will man mit aller Gewalt dir erzählen, was du zu denken hast. Und es gibt nur eine Meinung, das ist die richtige. Und da sind wir wieder bei der moralischen Überlegenheit der Deutschen bzw. ihrer Elite. Und deshalb kann man nicht akzeptieren, dass Ungarn ein Gesetz macht, was vielleicht anders als in der EU ist. Jetzt kann man kommen mit, ja, die, na klar, EU-Harmonisierung und so weiter und so fort. Fakt ist aber, dass ich niemand mehr vorstellen kann, dass die Werte, die Deutschland hat, auch wenn sie nicht die gleichen sind wie Ungarn, dass diese falsch sein könnten. Nein, es wird automatisch davon ausgegangen, wir sind die Guten, wir wissen es besser, wir sind die moralisch Überlegenen und deshalb dürfen wir auf Herrn Orban runtergucken, ihn maßregeln, ihn beurteilen und ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Es wird nicht einmal mehr die Idee aufgebracht, dass man sich selber irren könnte, beziehungsweise, dass es vielleicht nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern vielleicht mehrere. Und dass in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt Dinge vielleicht ganz unterschiedlich gesehen werden können. Wisst ihr, ich habe eine Afrikanerin ausgebildet, die war arbeitslos geworden und saß bei mir im Kurs vor vielen Jahren. Die hatte bei der UN gearbeitet, die war international erfahren, die wusste schon, worum es geht. Und die hat gesagt, weißt du, was das Problem mit euch Europäern in Afrika ist? Ihr versucht immer hinzugehen, so also von oben herab und wir uns wie kleine Kinder zu behandeln und uns dann die Demokratie bringen zu wollen. Und ihr versteht nicht oder ihr nehmt gar nicht wahr, dass es vielleicht Menschen und Gesellschaften gibt, die Demokratie gar nicht wollen.
Und da wollte ich erst widersprechen und wollte es schon sagen, aber Demokratie ist doch das Beste. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment, warte. Natürlich, du bist so erzogen worden, dass du selbstverständlich davon ausgehst, dass das, was du tust, richtig ist. Aber der Gedanke, dass andere anders vielleicht glücklich sind, eine andere Meinung haben, der kommt uns Deutschen normalerweise gar nicht in den Sinn. Sondern wir gehen automatisch davon aus, dass wir moralisch überlegen sind und es besser wissen. Und genau da ist ein Problem, was ich immer als Moralaria bezeichne. Ja? Uns fehlt völlig die Reflexionsfähigkeit und auch der Wille dazu, zu akzeptieren, dass andere einen anderen Weg gehen. Und bei der EU ist das nämlich auch so. Da wird nämlich festgelegt, alle haben gleich zu ticken. Das nennt sich dann Harmonisierung, aber faktisch ist es, wir bauen hier einen riesigen Superstaat, ja, in Anlehnung an die USA. Quasi alles wird zu Bundesstaaten gemacht, alles wird multikulturalisiert und alle tanzen nach der Pfeife der EU-Kommission. Und es gibt ein paar Länder, die haben ihre Eier noch nicht verloren und die wollen das nicht. Und Ungarn gehört in manchen Dingen dazu. Ich sage nicht, dass Ungarn ein Superstaat ist, ich sage nicht, dass Herr Orban ein perfekter Politiker ist, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, die haben halt eine andere Einstellung zum Leben und einen anderen Lifestyle und eine andere Meinung. Und das könnte man auch mal akzeptieren und in Erwägung ziehen. Aber das geht natürlich nicht, weil die Ideologien, die hier in Deutschland und auch in Europa vorherrschen und die auch aus den USA zu uns rüberschwappen, Black Lives Matter und so weiter, es sind deshalb Ideologien, weil sie den Anspruch auf Herrschaft in sich tragen. Sie wollen die anderen beherrschen. Sie wollen die Weltherrschaft. Das meine ich jetzt im übertragenen Sinne. Nicht irgendwer will eine Weltherrschaft, sondern die Ideologien an sich wollen Weltherrschaft. Die sind so gebaut, dass sie einen Allmachtsanspruch in sich tragen. Ja? Und alles andere verdrängen wollen. So sind die Ideologien gebaut. Und was wir hier machen, ich bin ja nicht homophob oder sonst was, habe ich ja erzählt, ne? Ich hätte auch kein Problem, wenn es so wäre, dass ich sage. Aber ich sage euch, es ist nicht so, weil ich habe Freunde und so. Na, also für mich überhaupt kein Problem. Ich bin ja ein relativ liberaler Mensch. Aber wir bewerten diese ganze Regenbogengeschichte über. Wir machen hier eine Politik teilweise für einen Prozentsatz der Bevölkerung, der wahrscheinlich eine Null vom Komma hat. Ja? Und es ist einfach Wahnsinn, wenn ich dann auf einmal fürs dritte Geschlecht noch Toiletten baue und sowas. Es entspricht in keinem Verhältnis oder es steht in keinem gesunden ökonomischen Verhältnis. Das wird natürlich immer begründet mit, ja, die armen Menschen werden da voll diskriminiert. Ja gut, aber wenn sie nicht wissen, welches Geschlecht sie haben, dann können sie sich ja die Toilette aussuchen. Ich meine, täte jetzt auch nicht so weh. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe völliges Verständnis und Toleranz für andere Menschen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber man muss es doch nicht übertreiben. Und bei uns hat die Minderheit mehr Wert und mehr Berechtigung und mehr politische Arena als die Mehrheit. Auch sicherlich eine Ausgeburt unserer Geschichte. Ja, in Deutschland hat man sich gesagt, die Minderheiten sind so gequält worden, sind getötet worden, ja, sind verschleppt worden. Und jetzt erheben wir die Minderheiten zum Gott. Das erklärt auch, warum so Leute wie Greta so eine Popularität haben und warum die Grünen so am Drücker sind. Ja, es geht in Deutschland immer darum, Politik für Minderheiten zu machen und nicht für Mehrheiten. Und das halte ich für ein Problem der Verhältnismäßigkeit. Gut, jetzt habe ich wieder lange geredet, viel länger als ich wollte. Ich habe einige Projekte in der Pipeline. Es wird wieder ein schönes Video kommen mit einem längeren gesprochenen Text, wo ich nicht zu sehen bin. Spreche vielleicht noch heute Nacht, dann muss ich mal gucken. Ich habe auch wieder ein paar Gedichte am Start, die ich endlich mal wieder bringen will. Von daher wird sich ein bisschen was noch bewegen auf dem Kanal. Und ja, von daher wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich bin ja noch am Arbeiten. Es ist jetzt gleich 11:30. Das Video kommt sicherlich gleich noch. Und dann sehen wir uns morgen wieder.